Herr Präsident, meine Damen und Herren, verehrte Kollegin Lange, das mit den Zahlen, das ist ja immer so, dass man die so schön selektiv benutzen kann und dann sucht man sich die Vergleichswerte, um das Rechenergebnis rauszukriegen, was man rauskriegen möchte. Ich möchte jetzt nicht Winston Churchill zitieren, Sie kennen das. Ich möchte nur daran erinnern, dass, Herr Kollege Gramm, dass vor einigen Jahren die Senatsverwaltung für kulturelle Angelegenheiten den Jahresbericht über den Zustand der öffentlichen Bibliotheken Berlins abgeschafft hat, weil über die Jahre hinweg diese Berichte mit ihren Vergleichsdaten es zugelassen haben, die Berliner Bibliothekslandschaft in ihrer Prozessentwicklung einigermaßen verlässlich an immer wieder denselben Kriterien, an immer wieder demselben Maßstab zu messen. Und wenn man dieses tut, kommt man zu keinem sehr fröhlichen Ergebnis, sondern zu einem ziemlich vernichtenden, dass nämlich tatsächlich die Bibliothekslandschaft der öffentlichen Bibliotheken Berlins, der kommunalen Bibliotheken sozusagen, ich rede nicht von den Wissenschaftsbibliotheken, sich in einem durchaus beklagenswerten Zustand befindet. Und den hat die Senatskulturpolitik zu verantworten. Niemand anders. Konterkariert wird das mitnichten durch die Tatsache, dass es in einigen Bezirken verdienstvollerweise Bibliotheksbusse gibt, dass in einigen Bezirken sehr schöne Stadtteilbibliotheken neu gebaut wurden. Dagegen rechnen müssen wir die vielen, vielen Standorte, die verloren gegangen sind. Und die kennen Sie auch. Die Entwicklungstendenz ist einfach mal beklagenswert. So, Herr Kollege Braun, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nö, ich wurde gebeten, mich an meine Zeit zu halten und das nicht auszudehnen. Ich weiß, wird nicht angerechnet, verlängert aber trotzdem. Außerdem, Frau Lange, ich habe jetzt auch wirklich keine Lust auf einen Disput in diesem Saal, weil sowohl die Sozialdemokratie als auch die CDU verweigern sich, Frau Bangert hat darauf hingewiesen, seit Jahren dieser Diskussion, da wo es nämlich hingehört, in den Fachausschüssen. Da tauchen Sie einfach mal ab, da machen Sie kontinuierlich alle beide einen auf Captain Nemo und sagen gar nichts, sondern sind ein paar tausend Meilen unter dem Meeresspiegel. Das bringt uns hier überhaupt nicht weiter. Ich stelle einfach mal fest, und das ist so ein bisschen meine Kritik, das ist eine rein formale am Antrag der Grünen. Frau Bangert, Sie fordern hier eine Kommission gemeinsam einzusetzen mit den Bezirken. Ja, hier müsste fairerweise stehen, erneut eine solche Kommission einzusetzen. Die hatten wir schon. Die gab Strukturempfehlungen in der 15. Wahlperiode. Frau Harrand nickt. Frau Lange wird sich vielleicht erinnern. Die Arbeitsergebnisse dieser Kommission wurden dann aber in der 16. vom regierenden Kultursenator Klaus Wowereit einfach mal in die ovale Ablage gedrückt. Punkt. Weg waren sie. Danach krähte kein Hahn mehr. So, es ist ein bisschen müßig und das ist sozusagen die Krux in der Bibliothekspolitik in diesem Lande Berlin, in Permanenz auf eine Totalignoranz seitens des Senates zu stoßen. Im schlimmsten Falle wird die Verantwortung abgewälzt auf die Bezirke. So, und die sagen ja, dann stattet uns mal besser aus. Na klasse. Zweite Sache, Kooperation Zentral- und Landesbibliothek mit Bezirksbibliotheken. Ja, wir haben den Verbund öffentlicher Bibliotheken Berlin-Brandenburg, das ist alles eine tolle Sache. Der soll erhalten bleiben. Wir sind für die Qualifizierung dieses Verbundes. Wir sind aber dagegen, und das ist jetzt meine Kritik am Friedrichshain-Kreuzberger Modell, sozusagen auf schleichenden Wege die Bibliothekslandschaft dahingehend umzubauen, dass wir sozusagen eine Oberhauptbibliothek haben, die ZLB, mit Filialen in den Bezirken. Dazu müsste vorher eine Strukturdiskussion erfolgen. Die gibt es nicht. Das tut mir sehr leid. Wir sind durchaus der Auffassung, und das ist unser Vorschlag, dass es Sinn machen würde, zum Beispiel in gemeinsamer Verantwortung des Landes Berlin und der Bezirke einen gemeinsamen Bibliotheksbetrieb zu bilden, wo das Land sich aber auch nicht aus seiner Finanzierungsverantwortung rausmogeln darf. Daran scheiterten ja die bisherigen Modelle. Olympiamodell am Geld. Es war keine Bereitschaft, da sozusagen für die Finanzierung aufzukommen.
Daran scheitern Personalausstattungskoeffizienten und Ähnliches. Es scheitert immer daran, dass Sie, meine Damen und Herren von der Koalition, immer bereit sind, schicke Anhörungen zu machen, eventuell so ein bisschen rumzuschwadronieren. Aber da, wo dann sozusagen die Pflicht des Handelns kommt, die vornehmste Pflicht dieses Hauses, für die Finanzierungsgrundlagen zu sorgen, da tauchen Sie ab. Und da muss ein Paradigmenwechsel erfolgen. Solange taugt das alles nichts. Da fassen wir uns bitte gemeinsam an die eigenen Nasen und versuchen mal das zu entwickeln, was man Courage nennt. Nämlich mit den entsprechenden Ansätzen in die Haushaltsberatung zu gehen. Ich weiß, das wird in dieser Wahlperiode sicherlich nichts mehr werden. Aber ich hoffe einfach mal auf ein bisschen mehr guten Willen bei unseren Nachfolgern in der 18. Wahlperiode. Vielen herzlichen Dank.